Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Runde Tabs. Ich sag's jetzt einfach, komm, ist mir egal. Und wir wollen mit der Kampagne weitermachen, mit dem Abenteuer. Und wir haben die erste Seite letztens abgeschlossen und machen gleich mal weiter mit Seite 2. Die Sense der Sensen, die haben wir schon mal letztes Mal gesehen, so angeteasert. Und ja, schauen wir mal, ob wir beim Trott bleiben können, jede Folge zumindest so eine von diesen Seiten zu machen. Beziehungsweise, okay, wie die sechste, die können wir dann so mit in den fünften Teil vom Abenteuer mit reinpacken und so. Aber gut, dann gehen wir mal in die Sense der Sensen. Schluss aus Sense und so. Ja, und ich würde mal sagen, wir sind längst noch nicht mit Experimentieren fertig. Ich meine, gehen wir noch mal ganz kurz durch. Primitiv, wir haben das Mammut gesehen, die ganzen anderen Sachen auch. Wir können ja dann später noch taktisch überlegen, was gerade am sinnigsten für die Situation ist, sobald wir gesehen haben, was es alles Beklopptes gibt hier. Katapult kennen wir ja. Ja, Katapult haben wir eingesetzt. Den König ja auch, den haben wir sowieso schon gesehen. Wobei Zeus hatten wir mit dabei, den Minotauren. Man müsste halt auch mal wirklich wissen, welche Einheit effektiv gegen was ist. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, ungepanzert und ohne Schild ist eigentlich immer für Fernkampf anfällig. Den Da Vinci-Panzer und die Tierstreiter kennen wir ebenfalls. Die Piraten, da hatten wir auch schon die Königin. Die Kanonen hatten wir noch nicht. Die könnten wir uns angucken. Wisst ihr was? Kanonenzeit. Kanone, Kanone, Kanone. vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, da kommt keiner durch, weil ich glaube, die Kanonen können im Nahkampf nichts, ne? Schauen wir mal, was die Kanonen so können. Oder. Oh nein, ne, die schießen auf die. Ja, gut, okay, sie schießen mit Kanonenkugel. Ich bin äußerst. Der Zentralrat der YouTuber ist entsetzt, einfach nur. Oh, da kommt einer durch. Oder auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich frontal auf eine geladene Kanone zustürmen will. So im Sinne von, da könnte jeder. Ja, das ging ja eigentlich ganz gut. Weil mit den Kanonen selbst zu schießen, könnte auch lustig sein. Das müsste ich dann auch mal probieren. Was? Alle Ehre dem Champion. Oh, da ist eine Phalanx aufgebaut. Okay, dann alle Ehre dem Champion. Geweihter Elefant. Okay. Zeitmagier, was es da alles gibt. Aber, schauen wir mal. Gruselig. Vampir. Gucken wir uns einmal die Sachen an. Skelettkrieg, okay, wahrscheinlich ganz normale Nahkämpfer. Skelettbogenschütze, oh, wir haben Brandpfeile, okay. Kerzenkopf. Was habe ich eigentlich erwartet? Das Kürbiskatapult, okay. Kommt mir so vor, als wäre das so im Zuge von dem Halloween-Special mal gekommen oder so. Dieser ganze Spaß hier mit den gruseligen Sachen. Schwertzauberer. Oh ja, lass dich mal gucken. Okay, die Hände sind verschlossen. Und ich glaube, zum Schnitter, zum Reaper, habe ich ein paar Sachen gesehen. Ja, das ist der. Der Reaper ist lustig. Wie liegt denn der Monster? Komm, wir schauen uns mal den Reaper an. Einmal den Reaper. Komm, und ein paar Skelette einfach mal. Um die kleine Skelettfront noch damit dabei zu haben, die jetzt hier auf die. Ach, ich darf ja nur hier platzieren. Ja, das ist total komisch. So, eine kleine Skelettfront, noch ein paar Skelettbogenschützen dazu. Aber von diesem Reaper kann ich mich erinnern, habe ich mal ein Video gesehen. So von wegen Reaper gegen. Also so, daher kenne ich so Ultimate Epic Battle Simulator so von einigen Videos, die sagen hier, diese Einheit gegen jede andere Einheit im Spiel. Und da habe ich mal kurz reingeschaut, was diesen Reaper angeht, weil der ist ziemlich böse, weil der nicht nur mit seiner Sense angreifen kann, seine lustigen Ärmchen da können jeweils Einheiten aufspießen. Und das ist ziemlich heftig, sagen wir es mal so. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob das was wird. Aber den Vampir müssen wir uns auch mal wirklich angucken bei Zeiten. Hier, das ist das, was ich meinte. Der hat ja seine Ärmchen, damit spießt er Einheiten auf und nimmt die. Oi, da. Ja, das war ein Schild. Und nochmal. Hier, guckt euch mal an, die hängen da alle. Und Alter, der Schnitter ist schon wirklich böse. Ich kann mich auch an die Videos erinnern mit dem. Der rasiert wirklich übelst durch.
Woods. Der sprüht auch Pinte. Tinte. Wie komme ich auf Pinte? Ja, das war ziemlich. Der Schnitter ist halt wirklich heftig. Sagen wir es mal so. Alles klar. Ach, Endstation Sarissa. Mit einem Sarissa-Dude. Ich habe jetzt so ein bisschen diese Indiana Jones Nummer im Kopf, wo der eine Typ daherkommt, mit seinem Schwert so rumfuchtelt und fuchtel und die Indiana Jones einfach die Pistole raus und bam. Genau sowas bräuchte ich jetzt einfach nur jemanden, der schießt. Ich meine, Bogenschützen, ja, aber ich glaube. Moment, was gab's? Beim Piraten gab es die Steinschlusspistole bei der Renaissance. Die Musketiere waren so teuer. Ja, auch sonst mögen einfach die Steinschlusspistolen. Übrigens, Fun Fact zu dieser Szene mit der Pistole da von Harrison Ford. Ich glaube, es war ursprünglich sogar geplant und choreografiert, dass da wirklich ein Nahkampf stattfinden soll. Ein ziemlich knapper. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ging es Harrison Ford einen Tag nicht gut oder irgendwas dazwischen gekommen, da hat er einfach spontan entschlossen, ich mach das Ding mit der Pistole. ja. Ich würde mal sagen, das war ein äußerst faires Duell. Kein Problem. Kann man, vor allem, wie sich das Gesicht hält, ne? Ah. Ja. Warum gegen jemanden mit einem langen Stock kämpfen? Ihr wisst schon, Todesschütze? Okay, diesen Beam ist... Ah, ja, Western. Also der hat wahrscheinlich so ein Repetiergewehr, dass er schneller schießen kann. Heißsporn. Uiuiui, so ein Revolverheld quasi. Lasse. Okay, das... Ah ne, Moment, das ist ein Revolverheld. Warum hat der zwei Revolver in der einen... Der hat zwei Revolver in beiden Händen, oder? Und was macht der Heißsporn? Hm. Ich glaube, die können wir uns später mal angucken noch. Ein Kaktus, okay. Ja, Minenarbeiter und Dynamitwerfer, kann ich mir schon vorstellen, was es damit auf sich hat. Überquere die Brücke, heißt es übrigens. Und wir haben jede Menge Schilde. Und einen König ganz hinten. Eine Menge Schilde, was? Die Vampire sind so gaga. Ich mach Vampire. Vampire, überquert mir die Brücke. Ich möchte mir jetzt mal angucken. Ich möchte wissen, was die Vampire machen. Die sind so super. Nur von der einen Line weiß ich schon, dass sie gut sind. Oh ja, die querten so Fledermäusen und können... Oi! Du hast die so rum. Stell dich mal vor, es ist Schlachtfeld, die Leute sterben und ihm wird das Blut ausgesaugt. Du hörst bloß so um dich herum. Na, König, hast du gegen diese Saugkraft eine Chance? Das Voice Acting in dem Spiel ist... die haben es geschafft. Die Vampire haben den König ausgesaugt. Ich kann schon fast sagen, die Vampire sind, glaube ich, fast meine Lieblinge hier jetzt in dem Spiel. Oh Mann, ey. Ich komme drauf nicht klar. So, der Auserwählte. Ja, du bist der Auserwählte, was? Diese eine Knappe. Und der... Moment mal, das sind alles Heiler. Ach, das ist mit der Auserwählte gemeint. Da haben wir einen normalen Knappen, aber der hat zu viele Heiler, dass der fast unsterblich ist. Es sei denn, wir one-shotten ihn. Oder, okay. Okay. Ich meine, hier haben wir alles gesehen gehabt. Kapitän Piratenkönig. Was machen die Kerzenköpfe? Kerzenköpfe und ein Kürbiskatapult kommen. Yay. Hui. Der Auserwählte. Wer jetzt. Ich glaube, der ist jetzt. Okay, die Kürbisköpfe werfen mit irgendwelchen lustigen Dingern. Oh, ich glaube, er ist weg. Jetzt müssen sie sich gegenseitig heilen. Das bringt aber ziemlich wenig.
Ja, das ging doch überraschend gut. Heftige Schläge. Wir haben jetzt nur welche mit so zweihändigen Argumenten. Also hier, Argumentverstärkern, wie man so schön sagt. Sensen. Äxte und ein dicker Zweihänder. Was machen wir denn da? Wir haben die Schwertzauberer noch gar nicht gesehen. Zeigt mal her. Ich meine, was mal. Ach, die werfen die. Ja, so ein bisschen Virgil-Style, Summoning Swords, so ein bisschen, ne? Cool. Wir brauchen einen neuen Messerblock. Wer meldet sich freiwillig? Ei, okay, das ist ja mal heftig. Wie viele Schwerter möchten Sie denn bitte? Ja. Ei, okay. So hat sich der König das auch nicht vorgestellt. Also sagt, er möchte auf den Thron mit den ganzen Schwertern, ne? Ja. Oh, Endstation Knappe. Klappe, Knappe. Ich mal dich einfach weg. Sarissa, Bade selbst ein Knappe, dann ist es einfach ein 50-50. Wir haben leider nicht so viel Auswahl. Bauern hier. Der wilde We Dynamitwerfer. Ich meine, die werden jetzt eh als nächstes dran, der Wilde Westen. Ich meine, wir können ja mal gucken, wie sich so ein Skelettträger schlägt. Oh, der verflucht den. Das ging ja mal total nach hinten los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die machen wahrscheinlich sowas wie Furcht oder so. Dynamit. Ich kann auch einfach Dynamit nach dir werfen, ich sag's dir. Ob das so sicher ist, ich weiß nicht. Dynamit! Einmal zum Mitnehmen und. Ja, man müsste auch erst noch genug Zeit haben, dass es auch explodiert, ne? Wir haben echt nicht viele Möglichkeiten. Ja, die Steinschusspistole, ich glaube, die macht das wirklich instant. Aber ich möchte doch nicht immer nur die Steinschuss. Der Kokosnusskämpfer. Kokosnuss-Kopfnusskämpfer. Warum sagen die immer Kokosnuss? Und ins Gesicht. Ja, okay, das geht im Notfall immer. Uff. Alright. Ich habe schon wieder total Übersicht verloren, wie viel wir jetzt eigentlich haben. Lauf, tapf. Was? Lauf, tapfer fort, fort. Ach so, lauf, tapfer fort, fort. Also, das ist schon wieder so eine Träummission. Also, was? Ihr werdet jetzt mit Schubkarren gejagt. Mit einer Schubkarre. Ab geht er. Die Musik dazu noch. Kann man das überhaupt verlieren, weil die sowieso nur wegrennen, ne? Das ist eigentlich so eine typische Spaßmission, einfach nur. Die man gar nicht verlieren kann, es sei denn natürlich, man fährt mit der eigenen Einheit jetzt selbst die Klippe runter oder so. Aber ich meine, die können zwar zuschlagen, aber sofern man die nicht selbst übernimmt, tun die das ja nicht, ne? Ich komme echt auf diese Ecke. Ich wollte jetzt gerade mal selbst steuern, weil ich glaube, man kann nur die Idiots drauf steuern, die werfen. Ach du liebe Zeit, ein paar Katapulte, ja, herzlichen Dank. Ich meine, solche starken Einzeleinheiten könnten da vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Selbst Katapult, das ist viel mehr Katapult als meine. Irgendwas, was sie outranged, mehr Reichweite hat. Das Revolver, da hat er Schüsse. Hat er vielleicht auch eine schöne Reichweite? Ich sollte nicht auf Fernkämpfer setzen gegen Katapulte. Das könnte sehr nach hinten losgehen. Ich muss an den Gegner rankommen und zwar mit vielen Einheiten, die lose voneinander entfernt sind. Oder mit irgendwas Schnellem ranstürmen. Ich meine, was für eine Einheit war das nochmal? Ich glaube, das war bei den Wikingern, ne? Oder Walküren! Endlich mal wieder die Walküren, weil die habe ich jetzt gar nicht so stark angeschaut. Und ich glaube, irgendwas, was fliegt, ist da sowieso die perfekte Wahl. Nicht wahr? Haben die eigentlich auch unterschiedliche Größen? Wie halten die Schwerter? Okay. Alles klar. Dann
müssten wir jetzt eigentlich noch die passende Musik erstellen, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in der Gründe, warum die Valkyren fliegen, ne? Yay, und sie stürmen rein. Also eigentlich perfekt gegen die Katapulte. Zum einen fliegen sie, zum anderen können sie ranstürmen. Keine Chance. Besiegt Templer. Hinterlistiger Stamm. Ich glaube, sie haben recht. Ich sehe die nicht mal. Aber schöne Map. Also sie sieht auf jeden Fall anders, als man es vorher gewohnt ist. Einfach nur weil jetzt. Wo sind die? Alle in der Höhle oder was? Oh Gott, ich kann hier rein? Ja, aber ich sehe nichts. Okay. Ich sehe den Stamm nicht. Ich glaube, ich werde sehen, was mich erwartet. Ich platziere einfach irgendwas. Komm, mach mal einfach mal was von den Dachen, die wir noch nicht gesehen haben. So. Okay, dann machen wir mal. Gruselig, hat man das meiste jetzt schon? Minenarbeiter. In Kombination mit ein paar Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich weiß, ich meine auch dich. So, okay, dann. Ja, komm. Ein paar Dynamitwerfer. Eine weitere Welle Minenarbeiter. Noch ein Dynamitwerfer. Kann ja bestimmt überhaupt nicht schief gehen, einfach wild mit Dynamit um sich zu werfen. Die kommen wirklich alle aus dem. Okay, das könnte natürlich sehr, sehr interessant werden, wenn die jetzt alle. Ey, da kommt voll die Polonaise raus. Hier fliegen gleich, die Lechner. Aber wenn ich das jetzt mit Dynamit. Okay, das ist eigentlich perfekt. Ich mache den Zugang. Oh nein, nicht gesehen. Nein, was tut ihr da? Ihr könnt doch nicht einfach. Das Thema passt aber gut. Wir wollen da rein in diese Höhle und kommen mit Minenarbeitern und Sprengstoff. Nur. Ja, interessant. Die kommen wirklich alle aus der Höhle raus. Nur, die Dynamitwerfer haben sich als äußerst nachteilhaft raus. Also ich meine, komm, mach mal nochmal Minenarbeiter einfach in Kombination mit ein paar Kakteen. Ich möchte mal wissen, ob die wirklich so vielleicht bei Umkreisschaden anrichten oder so. Komm, machen wir mal zwei Lassos. Gott, sind die schnell. Aber nicht in die Höhe. Ich sehe nicht mal, was ihr könnt. Ich meine, werfen die dann wirklich. Ja, okay. Ich meine, sie haben einen guten Stau verursacht da drin. Man hat leider nicht sehr viel gesehen. Ja, jetzt sehe ich leider nicht viel, was hier. Ach, okay, wenn die getroffen werden, die tun solche Stacheln aussehen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich sehe leider nichts. Ah, schafft es? Sag mir bitte, wenn du gewonnen hast. Oh. So viel dazu. Okay. Also weniger die Kakteen. Revolver. Ich meine, die müssen schön weit hinter, dass die Gegner auch eine Chance haben, rauszukommen. Komm, mach mal einfach. Schießen die wirklich mit all diesen Pistolen? Aber wenn die weg sind, schießen die, glaube ich, nicht mehr. Da die ersten Gegner ihre Schilde haben, sind Fernkämpfer, glaube ich, nicht wirklich die beste Wahl. Was wir wirklich bräuchten, wären Kanonen. Irgendwas, was die einfach beböllert, sobald sie rauskommen. Das wäre die taktisch beste Wahl, aber ich bin da noch im Rumpo experimentieren. Ach so, die schießen in die Luft und die Kugeln kommen raus. Das ist überraschend effektiv gegen Feinde in Höhlen, aber. Ja, super. Weil die in der Höhle stehen. Jetzt gucken sie sich gegenseitig an. Oh oh. Vielleicht kann ich dich weg. Ja. Ne, kommt nachher. Genau. Was? Sieg! Jawohl. Okay, die schießen in die Luft und dann. Das ist wie eine. Frag mich nicht, wie das funktionieren soll, aber es funktioniert wie eine kleine Artillerie. Alles klar. Endstation Hoplit. Oh, 180. Wo war das? Ah, der Bogenschütze mit Feuerwerk wäre hier, aber wo haben wir denn? Ach, der Ballonbogenschütze 200. Das wäre so lustig, wenn das Ding losgeht und ich schicke ihn einfach in die Luft. Und tschüss.
Hoplit 180. Jetzt haben wir mal ein bisschen einen Heiler. Ja, so ein Heiler ist eine super Idee, ne? Heuballenkriege, Halblinge. Steinwerfer könnten natürlich auch interessant sein. Den Rest haben wir noch nicht gesehen. Gut, böse oder solche Späße, aber das geht erst bei 200 los. Vampir hätte ich zu gerne gesehen wieder. Ich komme auf die echt nicht klar. So, ja. Wir haben nicht, da ist die Auswahl leider nicht so hoch, wie ich es gerne hätte. Aber wie wir so einen Heuballen kriegen. Geld reicht leider nicht mehr für eine andere Einheit. Was werden noch so bauen genommen? Ja gut, ja, ich glaube, das ist so das, was ich erwähnt hatte, dass die Heuballen bestimmt gut gegen stumpfe Waffen sind, aber nicht gegen Speere. Okay, dann müssen wir nochmal umdenken. Ich meine, Speer, weil ich meine, der hat ein Schild. Mit Pech blockt der einfach nur, wenn wir mal... Da könntest du mal versuchen, ob ein Eisbogenschütze... Andererseits. Ich meine, Kokosnusskämpfer mit Kopfnuss und dann noch einen weiteren unten, der ihn auffängt, sobald er runtergeschubst wird. Utz! Es ist krass, wie stark. Warum sage ich schon wieder Kokosnusskämpfer eigentlich? Ich übel, wie gut die Kopfnusskämpfer im Duell sind. Das ist einfach Einheit mit doppeltem Wert besiegt, einfach mit Instant-Kopfnuss. Ich hätte den zweiten nicht mal gebraucht. Ach, du liebe Zeit. Definitiv kein Hinterhalt. Achso, na dann. Wenn das definitiv kein Hinterhalt ist, dann bin ich ja. Bin ich beruhigt, muss ich sagen. Definitiv beruhigt. Okay, Leute, da das definitiv kein Hinterhalt ist, haben wir definitiv nur diese fünf Knappen zu bekämpfen. Vermächtnisbahn. Da haben wir sowieso noch nicht alles freigeschaltet. Das passt ja. Dann haben wir gut. Frommer Handschuh, himmlische Ägide. Rechtschaffender Paladin. Okay. Göttlicher Schiedsrichter. Geweihter Elefant. Ohlala. Und der Zeitmagier. Okay, was auch immer der Zeitmagier macht. Aber komm, holen wir uns mal ein paar fromme Handschuhe und gucken uns mal die an. Wenn hier genug Nahkämpfer rumknüppeln, dann komme ich auch mit Nahkämpfern. Ab geht er. Alter, die prügeln wirklich drauf los. Die sind auch schnell, die haben so einen Charge, die gehen rein. Die sind echt, die sind verdammt stark. Utz, 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 utz. Die brauchen nicht mal die Unterstützung von denen da hinten, jetzt diese kleine... Was hat denn der für einen Riesenkopf? Ja, ich glaube, wer auch immer jetzt noch übrig ist, wird keinen so guten Tag haben. Bereite dich auf ein bisschen Spanking vor. Ach da... Nee, oder? Nee, nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm, den kriegt ihr... Jawoll! Shoryuken... Okay, die Wanderung der Mammuts, uff, was ist gut, Das Mammut massiert gerade in den Boden. Kurzer Zwischenstand, wie weit sind wir? Ich meine, aufnahmetechnisch haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wie weit sind wir hier? Ach, das war's schon! Okay, das ging jetzt echt gut voran. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei der Wanderung der Mammuts. Denn ich glaube, das hat jetzt erstmal gereicht für diese Folge. Weil wie gesagt, so mit einer Seite ist ein schöner, schneller Happen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Wanderung der Mammuts.